Hi! Ja, ich habe für euch heute das Video meine Oktoberfavoriten. Also viel Spaß dabei. Ja, also lass uns mit den Augen anfangen. Und zwar mein Favorit in Oktober. Also die Mascara habe ich wirklich jeden Tag benutzt. Und zwar, das ist diese hier. Das ist diese von Catrice Lash Extension Volume Mascara in Schwarz. Also das ist die Mascara mit dem so schmalen Bürstchen. Und die habe ich heute auch drauf. Und ich finde, die macht wirklich super Volumen. Also die kann man vergleichen mit der Mascara von Essence, mit den I Love Extreme Mascara. Also ich finde, die macht genau solches Volumen und definiert die Wimpern und macht sie lang. Also wirklich sehr, sehr tolle Mascara. Habe ich diesen hier benutzt von Maybelline New York, diese Master Price Liquid Eyeliner. Das ist halt dieser sozusagen Filzstift mit dieser ganz, ganz, ja, halt dünner Spitze. Der lässt sich super auftragen. Wie man es will. Also man kann auch dünner auftragen, man kann ein bisschen dicker auftragen. Den trage ich heute auch drauf und ist auch sofort trocken. Dauert nicht lange, bis es trocknet. Und finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Den Lippenstiften war das hier mein Liebling. Und zwar das ist der von Maybelline. Die Nummer 732 Brazen Beige heißt das. Und zwar, das ist halt so eine Nude-Farbe. Den trage ich heute auch drauf. Und ja, so sieht der aus. Und der lässt sich super auftragen, ist pflegend, trocknet die Lippen nicht aus, hält ganz gut und ja, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann an Bronzer habe ich gerne diesen hier benutzt, wie man sieht, sehr gut. Und zwar von Essence Sun Club Brunettes Darker Skin. Das ist die Farbe 02 Sunny. Und zwar, das ist ein hier Bronzing-Puder. Habe ich sehr gerne benutzt. Und zwar, wenn es bei mir schnell gehen soll und muss, dann habe ich den benutzt als. Ja, das ist der Nachteil immer, dass die Deckel immer abfallen. Aber den habe ich benutzt auch als Rouge oder zum Konturieren oder auch sogar als Lidschatten. Also wenn es bei mir schnell gehen muss morgens, dann zack, 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 war alles fertig. Und der ist auch ganz gut pigmentiert. Man sieht das jetzt so nicht. Als, ja, schöne Bronzerfarbe. Und mochte ich diesen Monat Oktober wirklich sehr, sehr gerne. Puder habe ich den hier verwendet sehr gerne. Und zwar von Essence All About Matte. Das ist ein Fixing Kompaktpuder. Da ist auch dieser Deckel abgefallen, sage ich mal. Ja, der hält wirklich mich sehr, sehr lange matt im Gesicht. Auch wenn ich manchmal auf der Arbeit ins Schwitzen komme, weil ich irgendwie so viel rennen muss, wie auch immer. Also der hält wirklich sehr, sehr gut matt. Also halt diese T-Zone und so, das mache ich hier morgens immer, wenn ich mich fertig mache, puder das alles ab. Und der hält mich wirklich meinen ganzen Arbeitstag matt. Also deswegen ist auch mein Favorit in diesem Monat. An Bodylotion habe ich diese gerne verwendet. Und zwar, das ist die Garnier Body Intensiv 7 Tage Pflegende Milk. Und für trockene, raue Haut zieht schnell ein mit Mangaöl. Also die Bodylotion mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Oh, die riecht wirklich unglaublich gut. Oh, unglaublich lecker riecht die. Und zieht wirklich sehr schnell ein. Und der Duft hält auch etwas länger an. Also wenn ich mich abends dusche und dann creme ich mich ein
Und dann weiß ich, dann rieche ich wirklich sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut. Und ja, ich liebe die Bodylotion. Und das war mein Favorit im Oktober. So, dann ja, noch ein Favorit von mir. Ich liebe diese Zahnpasta. Und zwar, das ist diese Pearls und Dent. Das ist eine medizinische Spezialzahn. Creme mit Perlsystem. Und zwar, die gibt es so nicht in Drogeriemarkt zu kaufen. Die kann man bei der Apotheke kaufen, beziehungsweise die habe ich auch bei Amazon gekauft. Und zwar, das ist eine Zahncreme. Die beinhaltet so kleine weiße Kügelchen und sie reinigen effektiv, aber schonend. Bis in die Zahnzwischenräume. Also das ist so eine Zahnpasta halt mit so mini kleinen Kügelchen, also so wie kleine Radiergummis, so irgendwie kann man das auch so vergleichen, mit so mini, mini, mini kleinen ja, Radiergummis. Und da putzt man sich Zähne und wirklich die Zähne sind sehr, sehr sauber danach und sehr, sehr glatt. Ist gewöhnungsbedürftig, weil ja, man spürt halt diese kleinen Kügelchen überall. Die schmelzen auch nicht, sondern die sind da. Und ja, aber wirklich sonst tolle Zahncreme. Die kann man, wie gesagt, auch bei Amazon kaufen, kostet um die 6 Euro. Aber die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also meine absolut Lieblingszahnpasta. So. So, ja, das war es auch schon wieder mit meinem Favoritenvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!